Ja, wie einige von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, ich habe mir FIFA 17 gegönnt. Und spiele jetzt gerade den Story Mode mit Alex Hunter. Ich glaube, das wird jetzt gleich mal das erste zum Spielen sein. Dieser Elfer. Ja. Bruh. Okay. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich sein Vater oder sein. Naja, sein Großvater wahrscheinlich. No offense, aber er ist nicht schwarz. Also nicht farbig. Pigmentiert. Pigmentiert. You know, there's a difference between playing at something and working. If you're serious about going pro, you're going to have to make football your life. You know? George Baker was at the game today. He was impressed. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal there, February 1969, Coventry City. Das ist 7 Jahre später. Also schon mal richtig geil gemacht, mir gefällt das richtig gut. Schon mal vom Intro her, von der Aufmachung her, das ist ziemlich, ziemlich geil, finde ich. Sag mir. Und ich habe mir am Anfang eigentlich gedacht, man kann sich nur Manchester United aussuchen. Dem ist aber nicht so. Ich habe mir jetzt Manchester City ausgesucht. Hat jetzt keinen so bestimmten Grund. Ich finde es einfach ganz geil. Und der James Rodriguez sieht sowieso dem Cristiano Ronaldo, finde ich, ziemlich ähnlich hier. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Let's Player oder so. Aber ja, ich bringe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt. Natürlich ist Fitness noch immer das Wichtigste für mich. Und ich wollte euch das jetzt nur mal so ein bisschen zeigen, wer es vielleicht noch nicht zu Hause hat, wo ihr es euch kaufen sollt. Ich werde auch noch ein Review dazu geben, wie ich es so finde. Wie gesagt, ich spiele jetzt mal diese Karriere-Modi. Ich habe es mir eigentlich nur großteils wegen diesem Alex Hunter Dingsbums gekauft. Wegen dieser... ja, Karriere, irgendwas. Und ja, ich bin gespannt. Ja, das finde ich auch sehr geil. Alex Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltungen. Also du kannst hitzköpfig, ausgeglichen oder eine coole Antwort geben. Dafür kannst du dich entscheiden. Und das beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Also richtig so, ja, interaktiv eigentlich. Ich find's richtig nice, ja, was sie sich da ausgedacht haben. Ja, ich darf mich jetzt hier entscheiden. Wir sind gerade im Training und ich darf mich jetzt entscheiden. Meine Lieblingsposition. Was ist meine Lieblingsposition? Ja, Sturm. Ah, okay. Also mein Großvater war scheinbar auch Stürmer und hat auch gespielt, okay. Sehr interessant. Also man erfährt auch die Hintergründe so. Gefällt mir richtig gut, ja. Ja, hier jetzt das Trainingscamp. Und hier gibt es jetzt das erste
Trainingsspiel sozusagen. Okay, also man fängt ja an mit den verschiedenen Techniken sozusagen. Jetzt gibt es enge Ballführung. Gerade waren, glaube ich, Elfmeterschießen war es, oder Freistöße? Nein, Elfmetern, glaube ich. Jetzt gibt es enge Ballführung und da gibt es verschiedene Übungen, die man immer wieder ausführen muss. Also haben sie wirklich richtig, richtig gut zusammengestellt, das alles. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, es dauert jetzt mal. Ich komme sozusagen, also ich muss vorher mal trainiert werden und irgendwann komme ich dann mal in die Mannschaft. Finde ich wirklich gut durchdacht. Ja, hier kann ich mich jetzt entscheiden. Mit dem ganzen Teamspiel oder nur mit Alexander. Und da er ja die Hauptperson ist, würde ich sagen, wir entscheiden uns dafür. Okay, also es gibt jetzt verschiedene Trainingsschwerpunkte. Ich habe mich für Man City entschieden. Ich habe mich jetzt nochmal entschieden zum Unterschreiben. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Trainingsschwerpunkte. Und ja, es kann wahrscheinlich sein, am Anfang werde ich jetzt auf der Trainingsbank sitzen und wenn ich mich eben beweise, dann werden sie mich ins Spiel lassen. Ja, mal schauen. Okay, also du startest hier ganz normal ein Fußballspiel. Und jetzt wird sich aufgewärmt und dann wird reingewechselt.